Wir stellen vor. Werke von Isang Yun. Thema ist Yuns vierte Symphonie mit dem Beinamen Im Dunkeln singen. Wir sind hier an einem ganz besonderen Ort, dem Yun-Haus Berlin, dem Haus also, in dem Isang Yun, deutscher Staatsbürger aus Korea, von 1971 bis 1995 gelebt und gearbeitet hat. Er starb 1995. Das Haus wurde vor allem für koreanische Künstler und Intellektuelle zu einem Symbol, zum Sehnsuchts- und Zufluchtsort, einem Ort, mit dem Träume und Visionen verknüpft sind, wie der Wunsch nach der Wiedervereinigung Koreas, den Yun auch in einigen seiner Kompositionen oft nur verschlüsselt artikuliert hat. Hier in diesem Haus komponierte Isang Yun seine vierte Symphonie im Frühjahr und Sommer 1986. Die Komposition für großes Orchester, entstanden vom 18. April bis zum 8. Juli, ist ein Auftragswerk zur Einweihung der Suntory Hall in Tokio. Es wurde dort am 13. November durch das Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra unter Hiroyuki Iwaki uraufgeführt. Das Werk hat zwei Sätze. Wir hören den Beginn. Dieser Beginn zeigt den in europäischer Musik lombardisch genannten Rhythmus, den Klangfuß kurz betont, lang unbetont, der auch in der koreanischen Tradition und da unter anderem in der Liedgattung Jijo geläufig ist. Bedeutsam ist hier in den ersten Takten, zum Beispiel in den Violoncelli, die Kerntöne H und E. Es entsteht ein melorhythmisches Gerüst, das für den weiteren Verlauf der Symphonie konstitutiv ist. Dabei exponiert und verfolgt Yun in diesem ersten Satz eine asymmetrische Periodizität aus Deklamationsprinzipien, die im weitesten Sinn dem koreanischen Jijo nachgebildet sind. Jijo ist neben Gagok und Gasa ein zentraler Typ des klassischen koreanischen Kunstliedgesangs. Vergleichsweise kurze Melismen ermöglichen die Konzentration auf das Wesentliche. Drei gesungene Tanga-Verse, lyrische Kurzgedichte aus der Goryeo-Zeit, das ist das 10. bis 14. Jahrhundert, werden von einem Melodieinstrument und der Sanduhrtrommel Sango begleitet. Die fast spröde melodische Struktur ist weitgehend standardisiert und pendelt zwischen zwei Kerntönen im Quart- oder Quintabstand. Die drei Gedichtzeilen haben meistens 14 bis 16 Silben, die eine bestimmte Binnengliederung aufweisen. Zweimal 3, 4, 4.
dann 3-5-4-3 Silben in der dritten Zeile. Dieser Gliederung entspricht auch thematisch eine bestimmte Form. Das alles ist in Bezug auf Jöns vierte Symphonie noch weitgehend unerforscht. Gestatten Sie, dass ich diese Nähe oder treffender vielleicht Ferne zur traditionellen koreanischen Musik einmal verdeutliche, indem wir einen Ausschnitt aus einem koreanischen Shicho hören. Die auf Tonträger dokumentierten Interpretationen der traditionellen höfischen und aristokratischen Musik Koreas zeigen eine sich wandelnde Aufführungspraxis. Was Isang-Yun kannte und woran er sich erinnerte, sind Aufnahmen aus der Zeit, als der ebenfalls 1917 geborene Kim Ki-su die koreanische Hofmusik leitete. Zum Vergleich eine neuere Aufnahme, der mittlere Teil aus dem Shicho Chongsanri. In Yuns Symphonie 4 sind nun abstrakt vor allem Stilelemente des Shicho eingegangen, die auch für die Gesamtform wesentlich sind. Der lange Ton, das Pendeln zwischen zwei Kerntönen, gewisse Rhythmen und Ornamente. Yun bezeichnete solche Sprödigkeit als streng. Der deklamierende Streicheranfang wird von 5 Hörnern flankiert, die in diesem ersten Satz eine besondere, gleichsam agitatorische Rolle spielen. Abgebrochen wird diese erste Entwicklung durch das Schlagzeug, dem signalhafte Holzbläser und massive Blechbläserklänge antworten. Musik
Im weiteren Verlauf dieses 12-minütigen ersten Satzes entfaltet Yun in einem sich stets noch steigernden Klangprozess drei gewaltige, monumentale und ausdauernde Entwicklungsschübe. Hier ein längerer Ausschnitt, der konflikthaft genannt werden darf. Seiner zweisätzigen Symphonie 4 gab Yun das Motto »Im Dunkeln singen«. Er entlehnte dieses Motto der Publikation der Tagebücher 1982 bis 85 der mit ihm befreundeten Schriftstellerin Luise Rinser, die zu seinem 60. Geburtstag 1977 Gespräche mit dem Komponisten führte. Bei weit gespannten Aufwärtsentwicklungen wird in dieser in Teilen der koreanischen Lied- und Gedichtdeklamation Chicho nachempfundenen Symphonie der Gesang der Streicher, im zweiten Satz der Oboe, immer wieder brutal abgebrochen. Zur Uraufführung schrieb Yun selber einen Kommentar in japanischer Sprache, wobei er schon früh Japanisch lesen und schreiben gelernt hatte. Er wurde 1917 im Süden Koreas, nördlich von Tongyeong, geboren, zu einer Zeit, als Korea unter japanischer Fremdherrschaft stand. Das Kind erlebte bereits das tägliche Ringen um die nationale Identität. Die offizielle Sprache war Japanisch und Lieder, die er als Jugendlicher schrieb, wurden aufgrund ihrer koreanischen Texte unterdrückt. Der Komponist Lee Sang-yoon, deutscher Staatsbürger und koreanischer Patriot, gilt in seiner Heimat heute als eine Symbolfigur für Freiheit und Befreiung, für Demokratisierung und Wiedervereinigung. Von seiner Rolle als Exilpolitiker, seinem Einsatz für den Frieden und den Oppositionsführer Kim Dae-jung müsste in einem Vortrag über seine Musik nicht notwendig die Rede sein, wenn nicht die Wunden, die die Politik ihm schlug, und der appellative Ton einiger bekenntnishafter Werke unüberhörbar wären. Zu diesen bekenntnishaften Werken zählt auch der Zyklus von 5 kontrastierend aufeinander bezogenen Symphonien,
die Jun in den 80er Jahren komponierte. Zur vierten Symphonie sagte mir Jun unmittelbar nach Abschluss der Komposition, ich zitiere, sie sollte nicht politisch werden, ist es aber doch wieder geworden. Der Kommentar, den er zur Uraufführung formulierte, lautet: Wenn man zum Verständnis meiner Symphonie 4 ein Programm braucht, so ist der erste Satz als eine Schilderung der vielfältigen Konflikte im menschlichen Zusammenleben zu deuten, als Konfrontation hoffnungsvoller Ansätze mit immer neuen Bedrohungen, als ständiger Kampf positiver Tendenzen gegen negative Widerstände. Der zweite Satz ist im Großen und Ganzen betrachtet ein Gesang von unterdrückten Menschen oder für sie gesungen. Der Gesang kommt aus dem Dunkeln und versinkt immer wieder in Düsternis, immer und überall. Beim Komponieren habe ich an die asiatischen Frauen gedacht, die von der Männergesellschaft missachtet und unterdrückt werden. Ich möchte ihnen mit meiner Stimme beistehen, den Frauen, die in Kriegsgebieten mit ihren Kindern der Gewalt wehrlos ausgeliefert sind, den jungen Mädchen, die mit mehr oder weniger offizieller Duldung zur Prostitution gezwungen sind, den Arbeiterinnen, die im Schatten des Wirtschaftswunders als moderne Arbeitssklavinnen elementarer Menschenrechte beraubt werden. Alle diese Frauen leben im Dunkeln. Ohne Gesang wäre ihr Leben ohne jede Hoffnung. Wenn man zum Verständnis meiner Symphonie 4 ein Programm braucht, das heißt also, Jun sah dieses Werk nicht als Programmmusik, aber eben doch als eine Symphonie mit programmatischen Gehalten. In Bezug auf den ersten Satz spricht Jun von einem ständigen Kampf, und dieses Kämpfen kann man hören. Es ist fast illustrativ mit großem Pinselstrich gemalt. Seine Äußerung, Schilderung der vielfältigen Konflikte im menschlichen Zusammenleben, ist diplomatisch formuliert. Es geht da um massive gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Massen bewegen sich. Naheliegend könnte es sein, an die Kriege des 20. Jahrhunderts zu denken, insbesondere aber an die Kämpfe der koreanischen Nation um Unabhängigkeit und Freiheit. Es gibt hier marschartige sowie agitatorische Idiome. Als allgemeine Merkmale erscheinen der erregte, vorwärts drängende Ton, aber auch der kontrastierende Umschlag in die Stille und Unbewegtheit einer Klanginsel. Der kontinuierliche Fluss der rivalisierenden, sich gleichsam physisch aneinander abarbeitenden Klangschichten, die stets rotierenden Wechsel in der Instrumentation sind von der Symbolik und Dialektik des männlichen Yang und des weiblichen Yin geprägt, die Gegensätze des Harten und Weichen, des Dissonierenden und Konsonierenden, des Chromatischen und des Diatonischen bestimmen Intervall- und Akkordformen, aber auch die sich stets noch steigernde Dramaturgie. Den Gesang der Streicher verstand Jun manchmal als Vorschein eines utopisch Schönen. Schlaginstrumente stehen für dämonisch Zerstörendes, die Blechbläser bilden, wie auch die Holzbläser, jeweils eigene Klangschichten, die Jun mit den Qualitäten, aber auch mit der Wechselhaftigkeit menschlichen Seins und menschlicher Rede in Verbindung brachte. Als eine Zusammenfassung des ersten Satzes erscheint der Schlusstakt. Wir sehen hier in den Blechbläsern eine Sextole im Crescendo zum Fortissimo, die, wenn man Juns Vokabular kennt, Gewehrschüsse symbolisieren. Und dann das aufbruchverheißende melorhythmische Modell des Beginns,
das wir mit dem Shicho in Zusammenhang bringen. Wir hören den Schluss, die letzten Partiturseiten. Wer Yuns Musiksprache kennt, wird sich bei diesem ersten Satz an das Orchesterstück Exemplum in Memoriam Kwangju erinnert fühlen. Ein klingender Kommentar zum Aufstand der koreanischen Zivilbevölkerung in der Stadt Gwangju im Jahr 1980, der blutig niedergemetzelt wurde. Für das Massaker in Gwangju verantwortlich war Generalmajor Sun Doo-hwan, der sich damals als Staatspräsident und Nachfolger des verhassten Diktators Park Chung-hee an die Macht geputscht hatte. 6 Jahre später, just am Ostersonntag, den 30. April 1986, demonstrierten in Gwangju etwa 50.000 Menschen friedlich gegen die Regierung von Präsident Sun Doo-hwan. Es war die erste größere Demonstration in Gwangju seit 1980. Die Versammlung, die in einer Turnhalle begann, um eine Verfassungsänderung, nämlich die Direktwahl des südkoreanischen Staatspräsidenten, zu fordern, mündete in einen Marsch durch die Straßen der Stadt, bei dem die Menge nieder mit der Diktatur skandierte und die Namen der Oppositionsführer Kim Jong-sam und Kim Dae-jung rief. Diese Kundgebung wurde von der Polizei aufgelöst, doch kam es anschließend zu Zusammenstößen zwischen Studenten und Polizei, wobei die Polizisten Tränengas einsetzten und mindestens 69 Demonstranten verhafteten. Lee Sang-yoon begann mit der Komposition des ersten Satzes seiner 4. Symphonie genau 2,5 Wochen später, am 18. April 1986. Den zweiten Satz dieser Symphonie mit dem Motto »Im Dunkeln singen« widmete Yun dann den, ich lese das noch einmal vor, asiatischen Frauen, die von der Männergesellschaft missachtet und unterdrückt werden, den Frauen, die in Kriegsgebieten mit ihren Kindern der Gewalt wehrlos ausgeliefert sind, jungen Mädchen, die mit mehr oder weniger offizieller Duldung zur Prostitution gezwungen sind, Arbeiterinnen, die im Schatten des Wirtschaftswunders als moderne Arbeitssklavinnen elementarer Menschenrechte geraubt werden. Alle diese Frauen leben im Dunkeln, ohne Gesang wäre ihr Leben ohne jede Hoffnung. Das heißt auch, Yun hat nicht direkt an die Trostfrauen gedacht, sondern nur implizit. Er wusste um das Schicksal der Trostfrauen, scheint sich aber 1986 auf die unmittelbare Gegenwart zu beziehen. In diesem zweiten Satz, der sowohl die Funktion eines langsamen Satzes als auch der eines Finales erfüllt, ersetzt Yun den dramatisch deklamierenden Gestus des ersten Satzes durch einen vergleichsweise hoffnungsvolleren, aber dunkel gefärbten Tonfall. Aus dem Gesang der Oboe, wie schon der erste Satz auf dem Ton H einsetzend, erwächst ein kammermusikalisches Strömen. Zweimal rotieren die Orchestergruppen, Streicher, dann Holzbläser, schließlich die ihrer Entfaltung Einhalt gebietenden Gegenwelt der Blechbläser mit Schlagwerk, ehe sie zu einem großen Tutti vereint werden. Kontrastierend erfolgt schattenhaft langsam und leise die Reduktion aufs Kammermusikalische.
zarte Tremoli glissandi und Doppelflageolets der Violinen. Wiederaufnahme des Oboen-Solos auf H. Über den Streichern erklingen dann Soli der Blechbläser. Paukenschläge markieren ein Tutti der Düsternis. Wie auch im ersten Satz, dort mit anklagenden, stur und starrer auf engem Raum repetierten Klanggesten des Xylophons, intensiviert Jun zuletzt noch die Gegensätze. Er erweitert den Gesang der Solo-Oboe zum Quartett mit Klarinette, Violine und Violoncello. Diesem Quartett antwortet ein letztes Tutti ebenso lakonisch wie dann auch kraftvoll.